Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für den Shuvidu YouTube-Kanal erfreuen und eröffnen können. So, wir hatten es ja in den letzten Monaten oder auch in den Sommermonaten des letzten Jahres, sagen wir es mal besser so rum, hatte ich es ja schon angekündigt, dass sozusagen unsere Barfußauswahl Zuwachs bekommt. Jetzt mit Beginn der Frühjahr-Sommerkollektion ist es sozusagen soweit und wir haben die ersten Modelle von Devil Up geliefert bekommen. Man sieht es auch wieder hier. Ich sag mal, wunderschöne, klassische Schuhe, auch wieder mit der typischen Beweglichkeit einer Barfußsohle. Hier ist die Sohle, ein bisschen stärker ausgelegt. Deswegen ist sie trotzdem immer noch super flexibel und wir haben auch keine verstärkten Fersenverstärkung, keine verstärkte Fersenkappe, weil das wird ja auch gar nicht gewünscht, ne? Oder es ist ja gar nicht Bestandteil eines Barfußschuhs. Sagen wir es doch einfach mal so. Es ist nicht Bestandteil. So, wir haben natürlich das jetzt mit unseren bestehenden Modellen mal abgeglichen und sozusagen auch festgestellt, dass er doch dieses Plus an mehr Weite, entsprich von Höhe, sozusagen hier mitbringt. Und damit hoffen wir sozusagen ein noch besseres Angebot an den etwas bequemeren Schuhen zu erreichen, weil ja doch, ich sag mal, ja, der Bedarf an Barfußschuhen steigt eindeutig und wir haben ja auch schon im letzten Jahr die eine oder andere Mami damit glücklich gemacht. Damit wird es natürlich auch für wieder viele interessant, weil Devil Up arbeitet zum Beispiel teilweise bis zur Größe 40 oder sogar in manchen Modellen bis Größe 42. Oho! Ja, also wer dann, ich sag mal, auch für den größeren Teenie, älteren Teenie oder für sich selbst einfach mal schauen möchte, ob das was nicht vielleicht was wäre. Weil man muss ja immer wieder sagen, wir dürfen nicht vergessen, es sind keine Barfußschuhe für Erwachsene, sondern sie sind ja immer noch mit diesem kleinen Müh an Schmalheit oder schmaleren Leisten ausgestattet, weil es sich hier um Kinder- und Jugendmodelle handelt. Aber dessen ungeachtet muss ich immer wieder sagen, wir haben schon das eine oder andere Elternteil hier in unseren Räumen zu Begeisterungsausrufen hinreißen können. So, und wer immer die klassischen Barfußmodelle so kannte und sich vielleicht ein bisschen daran gestört hat, dass das alles so ein bisschen nackig und, naja, einfarbig daherkommt, da setzt natürlich jetzt wieder Devil Up an in so eine kleine Nische, kleine Ecke und siehe da, da kommen auch mal kleine Herzchen zum Vorschein. Oder bei den Jungs dann einfach mal so ein bisschen auf Sportschuh getrimmt. Sneakermäßig, wir kennen es ja schon von der Firma Curl, aber hier nochmal ein bisschen anders umgesetzt, finde ich immer wieder super, finde ich immer wieder toll. Und nun zeigt mir doch mal ein Mädchen, was zu dem Modell Nein sagen würde. Also ich habe es noch nicht erlebt, zumindest wenn es alles von der Perfektion her, von der Passform her gepasst hat. Deswegen muss ich auch immer wieder sagen, lasst euch überraschen, wir tun es auch. Und so findet sich garantiert der eine oder andere Lieblingsschuh in dieser Kollektion für die Kiddies und für die Mamis. Und da kann ich schon mal so einen kleinen Vorgucker geben auf die Frühjahrs- beziehungsweise haben wir ja schon, auf die Sommerware. Und schaut doch mal, da hat zum Beispiel Devil Up einen Klassiker hervorgebracht, den finde ich einfach nur mega schön. Und obwohl sich Frau Nowak ansonsten immer schwer tut mit braunen Schuhen, also hier finde ich, der Farbton ist doch sowas von mega schön, edel und warm und so klassisch zeitlos umgesetzt. Manche werden natürlich schon eine vage, wie sagt man so, Vorahnung haben. Sieht ja aus wie ein Opa-Schuh. Nein, nicht ganz. Aber die Anlehnung, man kann ja Schuhe nicht wieder noch mal neu erfinden. Man nimmt ja doch immer wieder Elemente, die schon mal in der Schuhmode vorgekommen sind. Natürlich wiederholt sich das alles irgendwo. Aber hier, finde ich, hat Devil Up ein sehr schönes optisches Zeichen gesetzt und ich bin froh, dass wir diesen Neuling bei uns zeigen können. So, und dann hoffe ich auf viele begeisterte Mamis und natürlich auch Kitties und dann würde ich sagen, sehen wir uns gerne bis zum nächsten Schuhbedarf im Shuvidu.